Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und mich auf Münsingen, und zwar an ein Dressurturnier. Und da das alles etwas lang geht, also ich werde die ganzen Ritte drin lassen und die halt so kommentieren. Und durch das ja, wird das Video schon genug lang, deswegen habe ich euch heute vor allem auf Instagram mitgenommen und hier auf YouTube seht ihr eigentlich nur gerade dritte. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spass bei diesem Video. Dann kommen wir jetzt zur ersten Prüfung. Dazu muss ich sagen, es ist ja erst das dritte Mal, wo der Lemmy überhaupt Dressur läuft. Und auch ich bin mit der Stute vorher, glaube ich, zweimal Dressur gestartet. Es ist das allererste Mal, wo wir GA3 gestartet haben, also für uns beide. Und auch, also dort hier in Münsingen war halt wirklich so ein richtiges Dressurturnier gewesen. Bis jetzt im Jahr Gehorsam gestartet. Und CC, das ist beides so ein bisschen. Es hat halt auch Springreiter drunter gehabt und so. Aber in Münsingen ist halt schon. Also, es war schon eine Ausscheidung für so einen Cup, die erste Prüfung. Und das hat man halt schon auf dem Arbeitsplatz und so, und auch wenn man zugeschaut hat, so ein bisschen gemerkt, so, das ist schon ein ganz anderes Niveau. Und ja, der Lemmy war eigentlich ziemlich ruhig gewesen, auf dem Arbeitsplatz. Er war eigentlich ziemlich entspannt gewesen. Und dann halt drinnen, ja, also es ist schon viel besser als in den zwei Prüfungen, die wir bis jetzt geritten sind. Und alles in allem bin ich wirklich zufrieden und jetzt seht ihr die Prüfung und ich werde euch so dazu sagen, was die Richter angekreidet haben und ich wünsche euch viel Spass beim ersten Ritt. Also, dann fangen wir den auch an. Hier auf die Mittellinie einreiten. Ja, ist kritisiert worden, dass er etwas schräg war. Ja, das ist schon so, er hat oben dort beim Umhauen hier drauf vorgeschaut, weil er hat die Häuschen schon sehr interessant gefunden. Dann, ja, weiter war es halt einfach die Anlehnung. Er ist nicht konstant in Anlehnung und läuft auch nicht schön durchs Knick. Hier in der 10 Meter Volte wird er auch so ein bisschen schnell, also im Trab geht es noch. Hier kommt er halt wieder mit dem Kopf rauf und schüttelt sich. Ja, und das ist eigentlich alles, was die Richter hier am Anfang vor allem hatten, ist eben, ja, er ist nicht konstant in Anlehnung. Dann hier bei der Abverstärkung, ja, sieht man zu wenig. Das ist halt so noch ein bisschen schwierig bei ihm. Wo ich halt ging ein bisschen Angst, wenn ich zu fest reite, dass er halt angaloppiert. Dann hier angaloppieren finde ich jetzt für unsere Verhältnisse ist relativ gut gewesen. Klar, er hat sich rausgehoben. Aber er ist auch mal richtig angaloppiert. Und dann hier in ja, 10 Meter Volte ist ja so ein bisschen ein Problem, wo er keine Kraft hinten aufnimmt, wird er dann ziemlich schnell. Das ist eigentlich auch das, was so kritisiert wird. Und halt wieder ja, nicht konstante Anlehnung. Dann hier der Übergang schon ziemlich ja, gestresst gewesen. Dann hier wieder die Abverstärkung. Ist wieder angekündigt worden, dass man zu wenig Unterschiede sieht. Ja, und dann, da ist er auch sehr hektisch geworden, also er hat nicht halt ausgezogen, sondern er ist einfach davon gesäckelt. Das Angalbier schon, also wir hatten schon schlimmere Angalbiere gehabt. Hier Galoppverstärkung, ja, sehen wir nicht so viel Unterschied. Und dann hier durch die ganze Bahn ist kritisiert worden, dass es ein bisschen so schief und wackelig ist. Und dann eben immer hier sieht man wieder die Anlehnung. Er ist halt die ganze Zeit irgendwie, wo er halt so ja, leicht nervig ist, ist er nicht locker, läuft nicht schön durchs Knick. Dann hier die Zügel aus der Hand kommen lassen. Ich bin immer ein bisschen. Ja, er zieht immer mega stark ab und dann hat er noch den Kopf geschüttelt. Also, ja, das ist wirklich. Also, dort verstehe ich auch, dass sie mir das ankreiden, dass er hier natürlich überhaupt nicht abdehnt. Dann hier Schritt, also ich finde
es schon schön, dass er überhaupt Schritt läuft. Also wir haben dort auch einmal zwei zugeschaut, die dann gar nicht richtig in den Schritt laufen konnten, weil sie so nervig waren. Ja, und er hier einen starken Schritt. Ja. Das sieht man nicht so wirklich. Das ist für mich auch noch so ein bisschen schwierig. Weil er sollte ja in die Dehnung gehen. Und es macht er halt so. Er tut sich immer so einrollen, wenn er so spannend ist. Und tut halt wirklich gar nicht dehnen. Dann hier wieder Mittelschritt. Ja, ist halt. Das sind dann so sehr kleine Drittelworte. Dann hier das Antrieb ist eigentlich wieder recht gut gewesen. Auf der Mittellinie war das mal etwas besser. Und dann der Schlussgruß. Er ist mir nicht ganz geschlossen gestanden, aber das wird auch nicht verlangt. Dafür finde ich, ist er ruhig gestanden und hat nicht rumgezabbelt. Und alles in allem für das erste GA 0340 bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich kann euch sonst auch noch kurz sagen, halt, was so die Gesamtbeurteilung war. Bei der einen Richterin ist vor allem einfach, halt das Ross muss besser durchs Knick, die Dehnungshaltung sollte besser erarbeitet werden und die Übergänge sollten besser gezeigt werden. Bei der anderen Richterin war es, das Ross sollte konstanter über das Knick laufen und besser an Anlehnung sein und die Lektion und Übergänge sollten früher und besser vorbereitet sein. Und ich habe in dieser Prüfung 55,75% erreicht. Also gar nicht einmal so schlecht. Und da, es war ja eine Ausscheidung und es sind gesamthaft 39 gestartet. Und wir sind 31 geworden, also nicht letzt. Das ist für mich immer schon ein sehr grosser Erfolg. Und wenn man sieht, die anderen sind eigentlich, also etwa 90% sind reine Dressurreiter, die jedes Wochenende Dressur starten und so. Und durch das kann ich also schon ein bisschen stolz sein, dass wir wirklich auch ein paar geschlagen haben. Und ich finde, unsere Leistung ist also für das erste Mal wirklich gar nicht so schlecht. Und ich bin zufrieden, wie er gelaufen ist. Und er macht auch immer mehr Fortschritte. Und wenn man ja nicht mehr zu üben hat, wäre sie auch langweilig. Die zweite Prüfung war dann eine Blausch-Kostümprüfung. Unser Thema war Barbie Girl. Und man konnte halt auch passend zum Thema ein Lied mitbringen. Wir haben natürlich Barbie Girl den Song mitgebracht. Und das Lied ist halt dann mega laut, also für Dressurverhältnis mega laut abgespielt worden. Und natürlich auch schon auf dem Arbeitsplatz hat man immer die vom Platz gehört. So. Und schon dort ist Lemmy so zwischen ziemlich nervig geworden, weil laute Musik bedeutet für ihn eher runde und ja, rumsäckeln. Nein, eigentlich, als ich reich bin, war er eigentlich ziemlich angenehm gewesen, also nicht so spannend. Aber dann natürlich wieder nach dem Gruß hat er die Musik angelassen und hat er schon einmal, zweimal halt rausgeschaut, wo es ja auch ein komische Lautsprecher war. Es war immer nur so, also es war nicht überall laut gewesen, sondern so an vereinzelten Orten. Aber ich finde, alles in allem so mit dieser Situation und so, hat er es doch ziemlich gut gemacht. Dann hat es ja auch gelitten. Ich habe ihn nochmal zurückgeschickt genommen. Und haben ihn noch einmal kurz gelobt. Dann sind wir angetrabelt. Und es ist wieder das gleiche Programm wie vorher. Also wir sind nochmal zu GA 0340 geritten. Hier wieder habe ich wirklich, das muss ich mir merken, sind wir fast spät abwenden. Ist auch wieder kritisiert worden, eben nicht an Anlehnung und ja, schräg. Gestanden ist er eigentlich ziemlich gut. Dann ist er hier ja ziemlich schräg angetrabelt. Und ja, eigentlich, also sage ich es jetzt nicht die ganze Zeit, es ist halt immer wieder angekündigt worden, ja, nicht der Anlehnung. Im zweiten war es noch etwas schlimmer gewesen, wegen der Musik und so. Und er war schon so ein bisschen müde. Deswegen hat er das noch die ganze Zeit gemullet. Hier 10 Meter wollte, ja, ist mir wirklich gegen die Hand gekommen. Dafür war sie nicht im Ganzen so gestresst gewesen. Auch hier wieder sieht man, er wehrt sich richtig. Also hat es irgendwie. Also ich bin auch mega lang abgeritten, muss man sagen, und das war wahrscheinlich so ein bisschen zu lang gewesen. Hier die Abverstärkung, ja. Da ist er dann noch ein bisschen gekommen, aber halt wieder, er wird dann eher schnell und scheint nicht richtig aus. Und man sieht auch, er wehrt sich wirklich die ganze Zeit gegen die Hange. Hier sind wir kurz falsch angaloppiert, weil dort
rausgeschaut hat, wo die Musik von diesen Häuschen so zurückgeschaut hat. Aber dann sind wir richtig angebiert, dann war es eigentlich gut gewesen. Dann ja wieder 10 Meter wollte. Dann ist er noch viel hektischer geworden und dann da ist er sogar kurz, habe ich ihn ziemlich abbremsen. Der Trappübergang war eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Hier ist er sogar wieder so eine kleine Anlehnung. Trappverstärkung. Ja, müssen wir definitiv noch mehr üben. Da läuft er sich wieder extrem raus, als ich ihn zurücknehmen will. Und hier, das Angaloppieren hat er extrem den Kopf auf. Galoppverstärkung, ja, ist einfach. Das ist noch der Punkt, den wir definitiv noch üben müssen. Dort ist mir fast in die Trappe gefallen, im Ecke. Und dann hier ist mir wieder davon geschossen, und ich musste ihn zurücknehmen. Und dann auch der Trappübergang hat er extrem gegen den Hang gedrückt. Und dann kommt wieder Zügel aus der Hand kauen lassen. Da er natürlich auch schon mulig war, hat er mir hier lernen. Also hat er mich auch nicht so dafür gehabt, ihn wirklich länger zu lassen. Wo er wirklich gemullet hat und extrem gezogen. Aber es ist eigentlich noch so gegangen. Aber es wird einfach angekleidet, ja, zu wenig Dehnungshaltung. Und dann hier Schrittübergang. Ist jetzt gar nicht so schlecht gewesen, aber dann fährt er halt wieder an mullen. Und hier, also im ersten Umgang, hat es mit euch einen schönen Schritt gelaufen. Hier im zweiten ist er wirklich, sieht man, dass er richtig nervig ist und ist nur so ganz mit kleinen Dritteln Schritt gelaufen. Das ist also auch kritisiert worden, dass er eben nur so ganz hektische kleine Schritte macht. Und natürlich auch ja, die Dehnung im starken Schritt war gar nicht da gewesen. Dann hier sieht man schon, wenn er richtig gespannt ist, dass es wieder in den Trab geht. Und dann hier auf der Mittellinie war es etwas besser gewesen. Und dann kommt der Schlussgruß. Dort habe ich tatsächlich von beiden Richtern ein 7 bekommen. Und es ist auch im Kommentar dann sogar noch bei der einen Richterin gestanden. Schöner Schlussgruß gezeigt, versuche das hübsche Pferd besser an die Hilfen zu reiten. Und die andere Richterin hat einfach geschrieben, ich muss noch Durchlässigkeit und Anlehnung verbessern. Aber alles in allem, sie gibt mir ein gut passendes Paar. Das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.